Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner und zu einer neuen Region. Wir befinden uns auf den Modkarten von Snacktooth River, steht da oben, gelb, also schwarz auf gelb, oder beige. Du hast kürzlich eine Partnerschaft mit deinem Freund Buck geschlossen, um den bestehenden Fuhrreparaturbetrieb zu erweitern. Der Zeitpunkt könnte jedoch besser sein, da die Schneeschmelze die Infrastruktur in der gesamten Region in Mitleidenschaft gezogen hat. Startet bei Bucks Garage am Fuß von Big Horse Ridge und erweitere deinen Aktionsraum auf die gesamte Region des Snacktooth River. Überprüfe die verfügbaren Aufträge, wenn du eine Mission abgeschlossen hast. Neue Jobs gibt es vielfach erst, wenn angenommene Kontrakte erfüllt wurden. Cool. X. So. Was haben wir denn hier? Erstmal einen Haufen. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Da sind ein paar Aussichtspunkte. Oh ja. Oh ja. Ja. Hier gibt es, also das ist ja nur Karte 1. Die ganze Region besteht aus 4 Karten. Gut. Ja. Ne? Gucken wir mal. Wir haben hier unseren Chevrolet CK 1500. Rem. Immerhin hat er, das finde ich ganz cool, hat er schon mal ein paar Sachen. Wie viel Cash haben wir eigentlich hier? 2500. Ich nehme vielleicht schon bessere Reifen spendieren oder so. Reifen. Und hier bitte die passende Federung. Ah ja. Okay, hier dürfen wir nur Sachen finden. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird ja lustig. Können wir hier wieder mogeln? Also nur rein Interesse halber. Können wir. Die DLC-Trucks sind hier trotzdem drin. Also Cash hätten wir auf jeden Fall. Na gut, machen wir erstmal los. Da vorne stand auf jeden Fall noch ein Truck. Da steht auch ein Anhänger. Hier auch. Wenn die markiert, wenn wir... Ja. Yep. So, hier hätten wir auch einen Anhänger-Shop. Achso, den Anhänger haben wir schon. Den Fleetstar. Na gut, dann fahren wir erstmal los. Und gucken mal, dass wir hier vielleicht den einen oder anderen Aussichtspunkt erreichen. Oha. Kommen wir in die richtige Richtung? Yep. Okay, wir sollen also erstmal bei Chester vorbeifahren. Vorbeischauen, mal gucken. Gibt es doch bestimmt auch irgendein. Genau. Unsere erste Aufgabe ist es, bei Chesters Tankstelle auf der anderen Seite des Bergrückens zu schauen, ob dort alles okay ist. Chester hat die einzige Tankstelle auf dieser Seite des Flusses. Wir stecken alle in ernsten Schwierigkeiten, falls die Tankstelle überschwemmt sein sollte. Naja, mal gucken. Ob wir bis zu Chester schaffen und dann hier so den ein oder anderen Turm auf der Route mitnehmen. Ich glaube, mittlerweile haben wir genug Schwung, dass ich zumindest Allrad hier erstmal ausmachen kann. Hier müssen wir ein bisschen gegenlenken. So, zu der Karte selber. Also bei der Karte steht beim Runterladen, dass die
von, oder die, bei der Mod steht, dass die von Season 7 gebrochen wurde, also dass sie seit Season 7 irgendwie ein bisschen kaputt ist. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das ist zumindest so die Idee dahinter. Ich habe noch eine zweite Modkarte zugeschickt bekommen. Wenn das hier nicht geht, dann wechseln wir halt. Aber erstmal ist Snacktooth River dran. So. Ne, wir fahren eine weiter. Na, gucken wir mal, was uns hier so... Da hat sogar... Big and... Was steht da? Big and Dirty. Die Brücke ist also kaputt. Die müssen wir irgendwann mal reparieren, nehme ich mal an. Ja, mal gucken, wann wir dazu kommen. So, irgendwo auf dem Berg müssten wir dann jetzt gleich... Müssten wir dann gleich den ersten Aussichtsturm sehen, nehme ich mal an. Der war jetzt nicht so weit weg. Ich hätte hier nicht in den Lastgang schalten sollen. Jetzt haben wir ein bisschen geradere Strecke, da können wir wieder ein bisschen Tempo aufbauen. Und dann hier hoffentlich mit dem Schwung auch nach oben zu kommen. Moment, hier haben wir was. Hier haben wir irgendein Upgrade-Teil. Ein Schiffchen für den aktuellen Truck nicht verfügbar, sondern... Oh. Hat er sich echt die Mühe gemacht, hier alle möglichen Upgrade-Teile zu verstecken? Eieiei. Gut, ja, dann fahren wir hier weiter rum und dann da runter. Setz mir da mal jetzt einen Punkt hin. Hier kann ich ja wieder mit Punkten arbeiten. So. Sieht jetzt auf den ersten Blick, also ist es immens viel Wald. Ich hätte gerne mal einen Punkt hier oben, wo man vielleicht ein bisschen Aussicht genießen kann. Ich hoffe, das kommt noch. Aber sieht soweit erstmal ganz gut aus. Bisher noch keine... Oh, stopp hier allerdings rein. Ist ja noch keine Feder oder dergleichen gefunden. Ah, als ob die kleine Mini-Tanne uns da wieder aufhält. Gut, haben wir es doch. Wachturm Nummer 1. Es ist sehr waldig hier. Sehr waldig. Gott. Wenn die Straße vielleicht gleich mal durchfahren sollen, dann hätten wir die ganzen Upgrades schon eingesammelt. Naja, gut. Dann wir gucken mal, ob wir hier vielleicht irgendwie durch den Wald durchkommen. Und wenigstens die Upgrades schon mal mitnehmen. Stopp. So. Können wir wenigstens die Upgrades schon mal mitnehmen. Das
Verdammt, die fällt nicht komplett um. Scheiß Tanne. Komm schon, lass mich doch jetzt hier rückwärts raus. Ach, da ist die nächste. Na, schon wieder nicht komplett rum, ne? Ach ja, die kippen um. Arschloch dann. Gibt's doch nicht. Schweine. So. Okay. Sind wieder auf dem Track. Sprit haben wir noch. Gucken wir mal, ob wir da vorne irgendwie durch den Wald kommen, dass wir dann die Upgrades kurz irgendwie encashen können. Okay, auf Upgrades einsammeln bin ich ehrlicherweise, also habe ich jetzt nicht so viel Lust. Ich denke, das wird der eine oder andere verstehen, vor allem wenn nicht so viele Upgrades sind. Kacke. Hier stehen zu viele von diesen Minitannen rum. Da komme ich, glaube ich, mit dem Chevy nicht durch, ne? Oder? Ja? Ja? Nee, gib mir mal... Ach komm. Scheiß auf die Upgrades jetzt hier. Die... holen wir dann irgendwann... später. Oder ist da Platz? Ach. Ich friere mich doch wieder nur fest. Stehen bleiben. Natürlich reicht das nicht auf die andere Seite rüber. Warum sollte das auch reichen? Aber die da vorne müsste doch reichen, oder? Da. Ja, sehr schön. Hallo? So würde ich gerne. Dann halt so. Dann halt so. Wir haben eine Aufgabe. Irgendein hirnloser Vollpfosten hat Freds Truck ohne Not auf die Seite gelegt. Ohne diesen Truck ist Freds Loks jedoch raus aus dem Geschäft. Hier kriegen wir also ein Roll BM. Aber später. Irgendwann konnten wir doch hier noch rechts rein, die nächste. Dann holen wir uns das Upgrade zumindest noch mit. Oder? Das wäre schon mal ganz gut. Stopp. Hier rein. Und dann einfach dem Weg folgen und dann müssten wir auf das Upgrade zukommen.
So. Langwind Medium. Oha. Für diverse Tracks. Ach du grüne Neune, wie viele Upgrades hat der denn hier? Oder haben die denn hier in den... Oh Gott. Moment. Können wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Upgrades. Wir mit dem ersten Turm. Ja. Gut. Ne? Ich glaube, die haben ja alle Teile versteckt. So gefühlt. Naja, schön. Rechts, 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 rechts. Links geht's zum Tunnel. Hier ist auch irgendwas, was wir aber nicht. Na gut, wir fahren erstmal zu Chester. Hier haben wir jetzt auch feste Straße. Jetzt sag mir bitte, die Tankstelle sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Sehr gut. Chesters Tank ist unversehrt, aber wir brauchen hier diese, wenn es weitergehen soll. Okay, 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 okay. Den Boll-BM sollen wir nur hier runterbringen. Das testen wir nachher gleich mal aus. Ja. Ich würde mal sagen, wir werfen schon mal eine Sneak Preview auf die nächste Karte rüber. Gucken, ob das funktioniert. Okay. Dann holen wir unseren Fleetstar und bringen damit hoffentlich den Royal BM hier zur Safety, also zur Sicherheitszone. Oh. Allrad aus. Gucken wir kurz einmal auf die andere Karte rüber. Also, die zweite, wirklich nur kurz. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so weit fahren müssen. Ah, jetzt müssten wir den, ja. Ein Meter bevor wir den Tunnel, die Tunnelmarkierung sehen, nochmal auf die Karte geschaut. Sehr gut, sehr gut. So, Karte Nummer 2, Snacktooth Delta. Mhm. Mal gucken, wie sich die Karten so ein bisschen. Die erste war jetzt, ist ja jetzt wirklich voll mit Bäumen. Also, da stehen ja überall Bäume. Ja. Karte. Hopp, hopp. Mach. Geh doch. Snacktooth Delta. Da steht ein Tankwagen. Aber gar nicht so weit weg, ne? Base Storage. Ja, der erste Turm ist hier nicht so weit weg. Da fahren wir ganz kurz hin. Also, vorausgesetzt, wir kommen da hin. Aber dann fahren wir wieder zurück und versuchen mal noch den Royal BM da irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Ich wusste doch, das sieht ein bisschen matschig aus. Wir haben Rang 2 erreicht. Okay, wir starten wieder auf Level 1. Oh. Den Tank-LKW da vorne können wir ja anscheinend noch mitnehmen. Zumindest mal, dass er schon bei uns gehört. Würde ich mal sagen.
Danach kommen wir eh erstmal nicht weiter. Aber vielleicht nochmal kurz volltanken. Und bevor wir uns wieder zurück auf Karte Nummer 1 machen. Es ist verdammt neblig auf der Karte, ne? Guck. Bist du jetzt mir fort? Natürlich noch nicht. Können wir bei dir nachtanken? Natürlich ist es leer. Warum auch nicht? Wie sollte das auch anders sein? Okay. Wer stellt denn da einen Truck mit leerem Tank hin? Wer macht denn sowas? Jetzt mal im Ernst. Gut, also zurück auf die erste Karte. Dann versuchen wir noch mit dem Fleetstar hoffentlich da hochzukommen, den World BM da zumindest noch in die Sicherheitszone, also da zur Safety zu bringen. Und ja. Ne? Wartet doch quasi schon für heute. Das wirkt zumindest mal so. Dann stehen lassen. Können wir das erstmal auf uns wirken lassen und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie wir das weitermachen. Also da ist echt eine Menge zu tun. Ne? Also man startet wieder auf Level 1. Okay, das ist halb so wild. Kann ich dem hier schon irgendwie... ein besseres Getriebe verpassen. Feinabstimmung. Und Motor? Das reicht Gash nicht. Hat er schon ein Rad? Natürlich nicht. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Zumindest eine Differentialsperre haben wir. Das ist ganz gut. Das kann auch schon mal helfen. So, gucken wir mal. Oh, guck mal, der Pinguin. Der Wackelkopf-Pinguin. Ja, gut. Okay, auf nach oben. Auf den Berg. Und jetzt schauen wir mal, dass wir an den BM rankommen. Na jawohl, BM war schon geil, wenn er den... ja. Großes Kino. Ganz großes Kino. Ich habe das auch geschafft, mich mit beiden... Ach komm. Neuer Ansatz. Habe ich das so schön geschafft, mich mit beiden Reifen um diesen Baum rumzuwinden. Sehr stark. Gut. Ja. Jetzt aber vernünftig, hoffe ich.
Also hier bergauf können wir noch volle Bude Automatik fahren und dann mal gleich den Hochgang wechseln. So, hier. Dass wir da nicht zu schnell werden. So, mal kurz vor der Kurve wieder in den Hochgang zurückschalten. Ja, ansonsten ist hier also erstmal echt nicht viel zu sehen mehr. Ist halt bald. Ist ein bisschen zu weit. Nee, genau, wir müssen bis zur Brücke fahren. Ja. So. Dann nutzen wir den Hochgang auch hier mal ein bisschen und fahren den Berg auf. Wie die Sonnenstrahlen hier so schön durch die Bäume durchballern, ne? Von der untergehenden Sonne. So, nutzen wir jetzt hier die gerade Fläche, um nochmal ein bisschen mehr Speed aufzubauen. Dass wir das denn zumindest gleich noch schaffen. Hoffe wir ja. Der hier hat genug Kraft. Ich meine, wir müssen den Rollbeam nur bergab ziehen, ne? Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen ihn ja trotzdem ziehen. Und der Rollbeam war jetzt nicht so die leichteste Karre, ne? Ich glaube, der ist auch insgesamt größer als der Fleetster, oder? Ich will gleich mal gucken, ob ich das richtig im Kopf habe. Zumindest war der Fahrzeugmodell hier in-game. Ja, die bei den realen Größen kriegt das. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Fahrzeugmodelle entsprechen ungefähr schon so ein bisschen den Realgrößen. Mal gucken, was das wird. Mal mit, Großer. Wäre cool, wenn du dich irgendwie wieder auf deine eigenen Beine stellen könntest. Diese Bäume hier nerven halt ein bisschen. Ansonsten wäre das, glaube ich, ganz okay. So. Kriegen wir. Ne, wir hätten da stehen bleiben sollen. Ich glaube, dann wäre irgendwann gleich gekippt, ne? So, da versuchen wir das doch nochmal. Ja. Sehr schön. Jetzt lass uns hier auch bitte wieder raus.
Der lässt uns nicht mehr raus. Die Sau. Aha, doch. Stopp. Gut, dann können wir den jetzt anwenden und dann sollte das eigentlich jetzt auch gleich laufen. Hey, nicht schieben. Halt, stopp. So weit sind wir noch nicht. Okay, dann wartet der jetzt hier einfach nur so ein bisschen bergab. Da kann er da hinten ruhig mal mithelfen, so ein bisschen. Hallo? Aufzuschieben? So. Stop. Ne, Truck entdeckt. So. Professionell gefahren. Hey, du scheinst von der fähigen Sorte zu sein. Wie wäre es für dich, wenn du offizieller Fahrer für Fritz Loks wirst? Es ist ein Teilzeitjob und du kannst nach deinem eigenen Zeitplan arbeiten. Mhm. Ja, ich hab's nicht so mit Loks fahren. Aber hey. Was denn? Aufgabe anzeigen. Nehmen wir schon mal an. Aufgabe streng nach Plan. Der letzte Spaßvogel hat eine volle Ladung Baumstämme in den Straßengraben gekippt. Es ist besser, diese Baumstämme zu bergen, als einen weiteren Baumbestand zu fällen. Hm, dafür bräuchten wir ja einen Kran, ne? Haben wir eh nicht. Cool, dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier weitermachen. Hier ist ja ganz schön viel auf einmal. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben schon mal, was haben wir denn geschafft? Ein Auftrag, eine Aufgabe, ein Turm, zwei Türme und zwei Upgrades haben wir schon mal eingesammelt. Ne? Schon mal ein Anfang. Gut. An der Stelle wartet dann aber für heute. Motor aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.